Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga auf 100% auf der PS5 mit dem wundervollen Len 16 und unserer ersten Begrüßung, die wir gerade aufnehmen, ganz sicher. Und der wundertollen Drabo, der überhaupt nicht nervös ist oder so. Nein, überhaupt nicht. Er freut sich ungemein. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unsere Kanäle zu abonnieren. Dann wünschen wir euch schon ganz viel Spaß mit dem Intro. Besonderer Dank geht natürlich raus an Warner Bros., die uns das Spiel hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Los geht's. Jetzt fühlen. Das ist die Waffe eines Jedi. Könnt ihr es auch schon fühlen? Sieht fantastisch aus, finde ich, die Grafik, oder? Krass. Eine elegante Waffe für zivilisierte. Das hätten sie als Trailer rausbringen müssen. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Da bekommt man schon so hart Bock auf das Spiel. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Joppa. Der Kampf wird bestimmt richtig cool gegen Darth Maul. Daneben gesprungen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Und den Platz, den zeigt uns der Len 16 auf jeden Fall. Hier bei Lego Star Wars. Die Skywalker-Saga. Es geht tatsächlich los. Nach mittlerweile 17 Jahren ist tatsächlich das erste Lego Star Wars Spiel alt. Kommt tatsächlich ein neues Lego Star Wars Spiel. Und ich bin unglaublich gehypt. Der Len 16, glaube ich. Zumindest seit heute auch, hat er gesagt. Naja, ich habe Gänsehaut. Du hast Gänsehaut, okay, ja, Gänsehaut, gut, dann. Schauen wir mal, dass wir die armen Gänse nicht weiter prügeln und fangen direkt an mit einem neuen Spiel, würde ich sagen. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall Episode 1 bis 9 zu spielen, also auch in der Reihenfolge. Wir werden jetzt erstmal die Story spielen. Eine neue Hoffnung. Genau, bei Lego Star Wars die Skywalker Saga, es sind immer 5 Level pro Episode und man kann sich auswählen, welche Episode anfängt. Also man kann mit Episode 4 anfangen, man kann mit Episode 7 anfangen oder man kann es wie wir machen, man kann mit Star Wars Episode 1 anfangen. Die dunkle Bedrohung. Los geht's. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars! Der Hype ist so real. Ich war tatsächlich nicht mehr auf so ein Spiel gehypt, so krass seit Star Wars The Force Unleashed 1. Oh, richtig, wow. Richtig krass. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternensystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit den mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten Naboo eingestellt. Während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim 2 Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Punkt, 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 Punkt. Es sind 4 Punkte. Und wir pennen nach... Wir nach unten müssen wir jetzt eigentlich schweben. Wir werden nach unten schweben. Das Intro ist, glaube ich, sogar dasselbe. Das war der Text vom... Das war derselbe Text und das auch das Reinfliegen ist hier genau dasselbe. Ja, oh, schön. Selber Sound. Ja, ja. Das ist auch das dasselbe, das war genauso. Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Der französische Akzent ist nicht stark bei ihm. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, wir fliegen, Len. Oh mein Gott. Also das geht nicht, also ich darf gerade fliegen, du darfst dann auch bald mit rein, aber du kannst ja schon mal die Steuerung zumindest anschauen. Und das finde ich spannend, dass sie das so gemacht haben, dass man quasi das, was eine Zwischensequenz war, damals noch im komplette Saga hier tatsächlich als spielbar gemacht haben. Und ich finde, das Spiel sieht unglaublich gut aus. Das sieht richtig gut aus. Also das habe ich damals schon auf die PC-Version, die ich anspielen durfte, die sah schon fantastisch aus. Aber das hier ist
Auf der PS5, also sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. No Man's Sky Lego Edition confirmed? Ja, fast. Fast. Aber auch wie das Ding auch zusammengebaut ist, das Schiff und so, das sieht richtig nice aus. Wir greifen schon mal das Droiden-Kontrollschiff hier an. Aha. Wir können an Bord gehen. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. Okay, sollten wir tun. Auch der Sound. Das sind halt genau diese Sounds, die man sich so vorstellt, finde ich. Richtig nice. So, hier müssen wir links unten steht Speed. Stimmt. In oh Gott. Auribisch, Auribisch. Du darfst rein, Len. Du darfst rein, du musst eine Taste auf die Kontrolle drücken. Ja. Oh, Len hat sein eigenes Schiff. Ich habe mein eigenes Schiff? Ja. Ich weiß nicht, lass mal treffen. Wo bist du? Da hinten bist du irgendwo. Warte, ich seh dich. Oh, warte. Treffen. Warte, wie schießt du mich ab? Ich glaube, es sagt. Hä? Ich hab komplett woanders hingeschossen. Achso, das bist doch nicht du? Doch, du musst es doch gewesen sein. Warte. Ich komm zu dir. Oh mein Gott, nein, kann man nicht umdrehen, die Steuerung. Nein. Du kannst die Steuerung umdrehen. Oh, das ist Len! Ah, Hilfe. Warte, kann ich in den Len reincrashen? Das ist immer wichtig. Das muss man immer zuerst klären. Also es ist cool, dass man den zweiten Spieler auch dann aus dem Oh shit, er schießt auf mich! Ah, hör auf! Weg! Oh jawohl, wir sind hinter ihm, Bei dir sind Sachen abgeflogen. Ja, bei dir fliegt auch gleich was ab hier. So, geh sterben, Len! Oh, der beschleunigt aber krass. Ja, ich benutze die Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, ne? ich versuche auch die Möglichkeiten zu nutzen, die mir gegeben wurden. So, ich würde mal sagen, wir fliegen mal zum Kampfschiff der Handelsföderation, wo wir eigentlich hin wollten, oder? Tun wir das? Ich mach das jetzt einfach mal, ja. So, ich lande mal da. Achso, wir müssen sogar beide bestätigen, dass wir da landen wollen. Okay, müssen okay. Wir? Ja, oh, du musst auch, ja. Es hängt von dir ab. Also wenn man einen Mitspieler hat, der keinen Bock hat auf Landungen, dann. Ja. Besser man spielt's mit Lando. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. Und in Aurebesch stand's auch drunter. Gut. Wahrscheinlich Englisch, Aurebesch, aber. Ja. Möglich. So, willkommen im Hangar hier. Bisschen Hangar-Game spielen. Yes, ich bin Obi. Du bist Obi, ja, ich bin Qui-Gon. Ich finde, die sehen sogar irgendwie den alten Figuren relativ ähnlich, finde ich tatsächlich, aus der kompletten Sage. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool gemacht. Ich habe einen Ziegenbart, oder? Hat der einen Ziegenbart? Du bist auf jeden Fall... Das ist, weil du immer so viel meckerst, Len. Willkommen, Botschafter. Ich bin TC-14. Zu euren Diensten. Ups. Was hast du schon wieder kaputt gemacht? Nichts. Okay. Sicher nicht? Wenn ich so mache? Da kannst du schon mal auf die Galaxis-Karte schauen. Wir sind übrigens noch nicht mal im ersten Level drin tatsächlich. Also das ist quasi noch das Vorspiel hier fürs erste Level. Also auch wenn es heißt immer nur 5 Level pro Episode, aber das Spiel ist tatsächlich ein bisschen länger. Also man hat immer noch ein Vor- und Nachspiel quasi bei den einzelnen Sachen. So, ich rede mal mit TC-14 hier. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Alles klar, wir sind auf dem Weg. Ich wollte die Zwischensequenz reinlaufen. Dammit. Den Zwischensequenz-Crasher hier. Da kriegst du erstmal Steine auf den Kopf. Oh ja. Oh, da gibt's sogar blaue. Die sehen ja ein bisschen anders aus, die Steine hier, als in den alten Lego-Spielen. Ich fand sie tatsächlich in den alten Lego-Spielen aber schöner, muss ich sagen. Ja. So, wir folgen mal hier TC-14. Ich hab da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Ja, immer noch. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtungen, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt, wo sie hingehört. Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst, junger Padawan. Ja, Meister. Hier entlang, Botschafter. Stehen wir da? Ich glaube, wir sehen schon den Angriff der Handelsföderation auf Naboo, den überhaupt nicht geplanten Angriff zu dem Zeitpunkt. Nein. So, wir laufen hier einfach mal hinterher weiter. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil man es ja so tatsächlich nicht sieht tatsächlich. Also weil sie quasi Sachen eingebaut haben, die man im Film nicht sieht. Das finde ich eigentlich ganz nice. So, könnt ihr übrigens auch mit Kreis kannst du immer Sachen hochheben. Mhm. Du kannst TC-14 nicht umbringen, ich hab's probiert. Ah ja, okay. Mich kannst du schon umbringen. Ja. Auch das hast du probiert. So, mach mal auf hier. Nicht Tür anschauen, sondern Tür aufmachen, bitte. Ah, danke. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Wenn sie endlich beginnen, meint ihr, ist es bei ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Ja, das haben sie auch wieder gemacht wie damals. Schön. Ah, geil. Schön die Kantina-Musik. Ach, das ist schön. Da sieht halt also dieses alte Spiel auch. Das klang nicht banal. Ein bisschen verstanden haben, was das ausgemacht hat. Wir
müssen hier weg. Meinst du, dass wir hier weg müssen? So, Angriffskombo können wir einleiten. Nein! Ich glaube, wir sollten uns wehren, denn, oder? Ja. Nein! Nein, wir wehren uns wir nicht. Wir sind friedliche Jedi, hallo? Hüter des Friedens und so, ja, da war was. Oh, wow. Oh, boy. Ja, ich hau hier richtig die Kombinationsangriffe raus. So, also man kann ja echt schöne Kombis machen. Man kann aber auch die Gegner einfach hochschmeißen zum Beispiel und ineinander schmeißen. Auch das funktioniert tatsächlich. Len bleibt einfach im Raum drin und genießt die Cantina-Musik. Ich konnte mich erst nicht bewegen. Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest einfach die Cantina-Musik noch ein bisschen gönnen. So, hier. Das ist halt auch so geil, auf wie viele Arten du die Gegner halt einfach besiegen kannst. Also du kannst die hochschmeißen, du kannst sie auch einfach in die Wand reinschmeißen irgendwo. Wenn du das möchtest. Oder du kannst zum Beispiel auch, warte mal, das zeige ich jetzt mal. Ja gut, das habe ich jetzt... Machtschub kann ich machen. Das ist jetzt Machtschub hier. Machtschub. Machtschub. Ah, man kann sogar rennen. Man kann sogar rennen, genau. Wenn man lang genug in eine Richtung läuft, dann... Oder nee, linken Stick drückt dann runter. Ich hab den linken Stick gedrückt, ja genau. Mit unseren Lichtschwertern machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess. Oder wir kämpfen uns einfach darum herum. Was sollen wir tun, Meister? Wir mit reinstecken. Ach, geht nicht. Aua! Ich glaube, das Loch ist zu klein. Ach nee, doch, da kommen wir trotzdem durch, okay. mit genügend Macht geht alles. Nicht so schnell. Nicht so schnell, Jacqueline, sonst müsst ihr wieder kürzen. Ich glaube, daran war das angespielt, oder? Ganz sicher. Ganz sicher. Das ist so krass, wie du die Druiden einfach auseinandernehmen kannst. Aber ich finde das so geil, die einfach rumzuschleudern. Das hat irgendwie sowas von Force Unleashed. Ah genau, weil ich vorhin noch von Force Unleashed angesprochen habe. Yeah. Weil ich gesagt habe, ich habe seit Force Unleashed bei keinem Spiel mehr so einen Hype gehabt. Das ist wirklich so. Also es ist kein Spiel, wo ich sage, boah, ich bin so aufgeregt, das wirklich spielen zu können endlich. Wir haben übrigens eine Trophäe bekommen, gerade eben die erste. Was war bei dir so das letzte Spiel, wo du sagst, du warst so richtig krass gehypt drauf? Puh. Forspoken. Forspoken. Len ist momentan auf Forspoken total gehypt. Ja. Was bei euch so das letzte Spiel gewesen oder so, das wo ihr sagt, okay, da seid ihr jetzt total drauf gehypt? Außer Skywalker-Saga wahrscheinlich. Schreibt's mal in die Kommentare. Oh shit. Die roten Dinger explodieren übrigens. Ah. Für dich getestet, Len. Damit du es nicht extra testen musst. So, Druidikas wären wir ja auch locker fertig. So, ich kann hier auch ausweichen natürlich. Coole Ausweichs-Moves machen, aber... Noch schöner ist natürlich, die Gegner einfach wegzuschmeißen. Ist natürlich, man sieht natürlich auch, dadurch, dass sie 5 Level nur machen und keine 6 Level, merkt man natürlich auch so ein bisschen, dass sie dann in Sachen Level gespart haben oder wo sie gespart haben. Weil das hier zum Beispiel war ja alles schon normalerweise ein richtiges Level gewesen bei der kompletten Saga. Mhm. Und hier ist es jetzt wirklich noch das Vorspiel. Also wir sind noch nicht im richtigen Level drin. Ne? Wir sind quasi noch in der Anführungszeichen Open World oder so. So, ich steck da mal ein, Len. Ist okay? Naja, ich weiß zwar nicht wo, aber... Da, bei der Tür. Die Brotkrumen, die goldenen auf dem Boden, verraten dir den Weg. This is the way oder so. Da drüben, eine Invasionsarmee. Wir müssen runter auf den Planeten und die Naboo warten. Schleichen wir uns auf ein Schiff. Ja, das war Level 1 in die komplette Saga. Genau, das war komplett Level 1. Und hier beginnt jetzt halt erst Level 1, glaube ich. Wobei Geschichte fortsetzen ist, glaube ich, noch nicht mal das Level. Schauen wir mal. Bin jetzt gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Das ist jetzt auch für mich absolut blind. Bis hierhin habe ich es nicht mehr gespielt. Das ist auch geil. Das war nicht. Die netten Vizekönige. Tja, da war es nur noch einer. Okay. Das war schön. Ist es ein Jar Jar Binks? Nixe euer Diener! Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Druiden auftauchen. So, ist es immer noch Open World? Ich glaube, es ist tatsächlich immer noch Open World. Ja, es ist immer noch Open World. Open World. Jar Jar, wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Ushunga. Eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Hier entlang. Kommen Sie. So, ups. Wo haben wir denn noch eine Kiste? Warte, ich komm. Ach, du hast, okay. Ich hab eine Kiste. Du hast Kiste? Oh, ich hol den ersten Kyberbrick für uns. Ja! Der Stein im Laub. Unsere erste von sehr vielen Missionen. Also wir werden natürlich die 100% machen und das wird natürlich eine Weile dauern. Boah. Aber ich hab echt Bock drauf bei dem Spiel, muss ich sagen. Ich hab wirklich richtig, richtig Bock drauf. So, wir sind glaube ich auch schon beim Sumpf angekommen da vorne, oder? Da sieht schon so wässrig aus da vorne, als könnte man da reinspringen. Also wirklich, es gibt 1166 von diesen Kyber Bricks, was quasi so die goldenen Steine in den
alten Lego-Spielen waren. Wir untertauchen müssen, Okedode. Ah, aber ich euch warnen muss, die Gungans nicht mögen Fremdlinge, also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh, keine Sorge. Das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänge. Verstehst du, wir müssen untertauchen, weil wir tauchen gehen nach Gungan City. So, wo ist Len schon wieder abgeblieben? Ja, ich schaue mich hier um. Du schaust dich hier um, ja. Schau dich um. Ja. Ich glaube, wir schauen mal zum Jar Jar. Ich bin im Wasser. Ja, ich glaube, da müssen wir auch hin ins Wasser. Ich glaube, da müssen wir jetzt tauchen. Oh no. Was halt auch cool ist, selbst hier gibt es quasi Zwischensequenzen, obwohl wir noch nicht richtig im Level drin sind, sondern noch so in dieser Open World. Nein, nicht die Fisch. Was zur Hölle. Wir haben da ein Fischproblem, ein gewisses. Hey, hier ist er da. Stehen geblieben. Hey ho, hallo, Captain Tarpels. Bist du wieder da? Nicht schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommen zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. So, wir laufen natürlich willst hier. Willst du uns vielleicht etwas sagen, Jar Jar? Bisschen peinlich sein, aber blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt wie etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sagte, kein Verstand. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jar Jar, Tollpatsch. Er gecrasht. Hey, Flibbler Bongo von die Boss. Ich hätte gesagt, das war versehen. Ja, Jar Jar, versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer fangen. Das ist witzig, im Film erfährt man es ja tatsächlich nicht. Also ich kannte den Fakt tatsächlich auch, warum das... kaputt gemacht wurde, beziehungsweise warum er verbannt wurde, im Film wird es ja tatsächlich nicht gesagt. So, hier müssen wir, glaube ich, irgendwie rein oder so. Hui. Ah, hier müssen wir was reparieren, glaube ich. Oh, warte. Reparatur-Drabo am Start. Hoch. Raus, hoch. Also man kann mit der Macht. Ich glaube, von dieser Art der Rätsel werden wir sehr viele machen. Oh, man hätte den Knopf auch einfach drücken können, aber mit der Macht ist natürlich cooler. Ich glaube, wir müssen einfach weitergehen hier. Einfach weiter. Einfach weiter hier. Einfach schwimmen. Ach nee, wir sind ja gar nicht am Schwimmen. Ich finde es so cool, dass man jetzt hier auch durchlaufen kann. Das war ja im komplette Saga, war das ja einfach nur so eine Zwischensequenz hier. Und hier kann man jetzt wirklich in Ortogunga laufen und auch Missionen machen natürlich später noch. Im freien Spiel, wenn man das noch mehr möchte. Ups, ich habe ein Stück kaputt noch. Du hast ein Stück kaputt. Ich kann nochmal betonen, wir sind immer noch nicht im ersten Level drin. So, Geschichte fortsetzen. Wir sollen die Naboo warnen. Alarm, machen wir. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sie die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wir euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu den Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm. Wow. Hinfort mit ihm. So, wir haben Gungan City freigeschaltet. Ach, Jar Jar Binks haben wir jetzt freigeschaltet übrigens als Helden. Wir können jetzt Jar Jar Binks spielen, falls du das möchtest. Wir können jetzt Jar Jar Binks für immer ignorieren. Das können wir natürlich auch machen. So, ich würde sagen, wir könnten uns einen Charakter aus ihm erstellen, aber das geht ja nicht, weil den Charakterersteller gibt es ja in dem Spiel nicht mehr tatsächlich. Falls ihr euch übrigens noch fragt, wie wir das hier spielen, wir spielen das offline im Koop-Modus, weil online im Koop, es gibt zwar dieses PlayStation-Share, aber das ist nicht so... ganz optimal, also wir haben es getestet, deswegen spielen wir es jetzt tatsächlich zu zweit mal wieder im Zimmer nebeneinander quasi. Meister, was ist das, ein Bongo? Ein Transportmittel, will ich hoffen. Das Unterseeboot. Hier findet Anzug noch in großer Blase. Hier nach. Hier bin ich, hast du mich vermisst? Natürlich. Ist auch relativ groß gemacht tatsächlich, Gungan City hier. Die wollt ihr einlegen, aber voll. Fahren durch das Planetenkern. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge, er wird nicht lenken. Das erinnert mich irgendwie total an Star Wars Episode 1, an das Spiel damals. Da ist man nämlich auch in Ortogunga ewig unterwegs gewesen und musste so Kisten verschieben und sowas. Da ist ein Kopfgeldjäger-Symbol drauf, aber du kannst da noch länger drauf schlagen. Ach, aber das ist auch witzig, die Kopfgeldjäger können goldene Sachen kaputt machen. Nicht nur silberne Sachen, sondern goldene Sachen hier in dem Spiel anscheinend. Oh, schon wieder was gelernt hier. Oh, wir können Jar Jar töten. Ach nee, das war nur irgendein anderer Gungan, glaube ich. Das war gar nicht Jar Jar. Ein anderer Gungan. Oh, dieses Wasserfließen ist so beruhigend. Apropos Wasser, trinken nicht vergessen. Genau, immer schön trinken. Auch ihr immer, wir machen jetzt eine kurze Trinkpause hier. Und ihr trinkt bitte auch immer mit, gell? Trinken ist wichtig. Wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt oder so für heute, würde ich sagen. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das vor mir. Ich muss mal eben zu Jar Jar wechseln, wir brauchen nämlich einen Helden.
Das ist nämlich nur für Helden, dieses Terminal. Und wir sind keine Helden, sondern Jedi-Ritter von der Klasse her. Es gibt ja insgesamt 9 Klassen in dem Spiel. Und wir... So, jetzt darf Drabo mal zeigen, wie er sich... Achso, ich muss das wirklich nur, wenn es gerade in die Mitte fährt, drücken. Okay, das... Das ist machbar, dieses Helden-Terminal. Es gibt auch Terminals für die Bösen quasi. Ihr Modul geknallert, fahren durch das Planetenkern. Hier euch Savongo, wenn ihr bereit für Verprügeleien. Und es gibt auch noch Terminals für Astromech-Droiden. Auch die gibt's noch. Wobei, es gibt auch noch welche für Protokoll-Droiden. Die haben wir ja auch schon gesehen gehabt, bei dem Gameplay, weil ich angespielt hatte. So, und jetzt sind wir tatsächlich da, dass wir das erste Level starten. Also jetzt geht's erst... Richtig los, ein größerer Fisch. Der Len ist bereit für den größeren Fisch. Oh ja. Das schaut alles so gut aus. Ha? Oh ja, das ist ein großer Fisch. Daneben. Aha. Aber es gibt immer noch einen größeren Fisch. Fette Kopperfisch! Riesenzähne! Keine Sorge, die Macht wird uns leiten. Die Macht? Oh nein, nein, nein! Du schießt, ich fahre. Du weißt, was du tust, ich versuche auszuweichen. Oh, der hat eine große Zunge! Oh, du suchst so Blendgranaten oder sowas. Diese Kreatur ist uns im Weg. Schieß sie ab, Obi-Wan. Oh, Fischbosskampf! Oh, Minikit! No! Nicht das Minikit! Ah, ich kann noch ausweichen hier. Ah, so kann ich noch ausweichen. Okay, ich habe irgendwas geschafft. Wir haben eine von den Herausforderungen geschafft. Eins von drei, okay. Geht doch gerade immer erst richtig los, ey, Mensch, Jar Jar. So, wo schießt du? Du musst das L1 drücken. Oh, L1, ich weiche einfach so aus, easy. Ja. Da ist noch ein Minikit da rechts. Ja, wir haben ein Minikit, wir haben unser erstes Minikit. Oh. Wir müssen ihm irgendwie mehr Schaden machen. Ich glaube, du musst noch mehr drauf schießen. Ja, schneller, Len. Ja, genau so. Der Ausweichmove. Aber das war noch nicht alles hier. Okay, die Hälfte der Lebensenergie hat er nur noch. Ich weiche nochmal kurz aus hier. Der OP-Killer-Fisch ist das hier. Der ist schon ein bisschen älter. Der OP-Fisch. Oh, diese Minikits. Ich glaube, das Level wird ganz schön fies für die Minikits hier. Huch. Schon wieder gerade jemand verpasst. Oh, wir sind... Es gibt immer einen größeren Fisch. Ob das ein Fisch ist? Es hat Flossen. Werden wir jetzt weiter angegriffen? Ich weiß nicht. Den Fisch sind wir auf jeden Fall los. Kann noch ein bisschen Feuer machen. Ich kann beschleunigen. Nee, kann ich nicht. Ich kann noch ein bisschen aussagen. Oh, wir haben sogar eine zweite Herausforderung noch geschafft. Oh, das ist gut. Oh, großer Fisch. Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt. Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Ich glaube, das Problem kommt gleich von vorne. Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Problem, würde ich sagen. Volle Kraft voraus. Mich hätte doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer! Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jar Jar. Weniger lenken. Mehr schießen. Ja. Er spielt mit uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. Minikit, Jesus. Nein, es tut mir leid. Was machst du? Ich wollte natürlich nur sehen, was passiert, wenn man getroffen wird. So, ich glaube, er greift gleich wieder an, oder? Ja. Da ist ein Minikit. Ich versuch's zu kriegen. Ich glaube, du musst draufschießen, oder? Jawohl, wir haben's. Jawohl, zweites Minikit. Ja, immerhin. Okay, aber es ist echt, auch schon cool gemacht eigentlich, dass sie das als Level gemacht haben, diese Verfolgungsjagd hier unten. Und noch ein größerer Fisch. Oh, Minikit. Minikit. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Jawohl, ich hab's noch gehört. Der Sound kam noch. Schön. Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Wo ist der französische Akzent? Dummer Stuhl. Okay. So, wir haben tatsächlich das erste Level abgeschlossen. Also die Level an sich sind teilweise relativ kurz. Das war sehr kurz. Das ist, ja, die Level sind teilweise sehr kurz. Also das fällt hier natürlich auch auf. Dafür ist halt mehr so außenrum mit dabei.
Mhm. Es gibt auch hier drei Steine, die man bekommt für wahre Jedi. Wir sind jetzt nicht wahre Jedi bekommen, weil wir nur ein Drittel quasi geschafft haben von wahrer Jedi, aber für einen Kyber Brick hat es trotzdem gereicht. Außerdem haben wir Herausforderungen. Die OP-Rolle. Die OP-Rolle. Flossen weg. Kulo, Flower Fish, den haben wir leider nicht geschafft. Wahrscheinlich hätten wir ohne Treffen. Ich weiß nicht, was du meinst. Minikits haben wir. 1, 2, 3. Was wird. Das könnte einer von den Panzern werden, könnte das werden. Also hier mit den 5 Minikits baut man quasi wieder so ein Schiff zusammen. Also es sind alles Flugzeuge. Ja, es sind alles. Na, wäre blau. Das sind immer Flugzeuge, die man hier zusammenbaut und die kann man dann später im Spiel wahrscheinlich auch spielen selber, diese. Ach, Jar Jar. Das ist doch diese Kugel, sehr gut. So, wir können unsere Fähigkeiten übrigens auch zum ersten Mal verbessern. So, ins Verbesserungsmenü können wir hier reingehen. Also wir haben hier, nee, ich möchte aber nicht die Fähigkeit verbessern. Schneller sprinten müssen wir jetzt verbessern, ich habe keine Wahl. Das Spiel zwingt mich dazu. So, also wir können ihn auch wieder zumachen, den Holoprojektor, indem wir auf die Taste draufdrücken. Ich zeig's euch aber trotzdem gerade nochmal, weil wir hier gerade so schön mit dabei sind hier. Also hier nochmal alles, was im Spiel zu erreichen gibt. 225 Minikits, 135 Herausforderungen, wie gesagt, 3 pro Level. Außerdem 140 Nebenaufträge, die gibt's im freien Spiel quasi. 731 Puzzle, vorhin haben wir schon das erste Puzzle gelöst gehabt auf Naboo. Dann gibt's noch 38 Rennprüfungen und nochmal 10 Herausforderungen. Also das ist alles, was man für die 100% braucht. Und ich würde sagen, das kann ein bisschen dauern. So, kommen wir nochmal kurz zu den Fähigkeiten hier. Also wir haben einmal die allgemeinen Fähigkeiten für alle Charaktere und dann hat jede Klasse auch nochmal ihre Fähigkeiten, die man verbessern kann. Jedi, Held, Schrottsammler, Schurke, Kopfgeldjäger, Bösewicht, Dunkle Klasse, Asmech-Druide und Protokoll-Druide. Das sind alle Klassen, die es in diesem Spiel gibt. Oh, hier sind wir nochmal im Bongo. Oh, das sieht aber auch echt hübsch. Der sieht aber auch echt hübsch aus, der Bongo, muss man sagen. Oh, das Lego sieht halt einfach so nach. Ja, so nach Lego aus, muss man sagen. Also die Grafik ist krass, finde ich. Sehr schön. So, wir sollen übrigens Königin Amidala von der Handelsföderation retten. Das ist unsere Aufgabe gerade. Ich hab's gleich. Du hast es gleich? Okay. Len schaut sich gerade noch ein bisschen an, was er hier tun kann. Oh, dann Naboo hier Feed sieht aber auch richtig schön aus, oder? Die Stadt hier hat auf jeden Fall was. Oh ja. Sie ist aber nicht aus Lego. Sie ist nicht aus Lego, das stimmt, ja. So, bist du bereit, die Geschichte fortzusetzen? Nein. Doch, ich hoffe es einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Wo? Okay, wir sind jetzt schon mal angekommen. Hier, jetzt müssen wir die Königin retten. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Oh, dann kann ich ja wieder zurück. Du kannst wieder zurück. Ich habe bei Fragezeichen alle Punkte weg. Ah, okay. Die Punkte hatten dich getriggert. Ja, die Punkte triggern mich. Oh, okay. Jetzt dürften sich die Punkte nicht mehr triggern. So. Nee, wir haben doch überall noch welche. Wir haben überall Punkte. Überall Punkte. Wir haben so viel zu tun in dem Spiel. So. Man sieht auch, Feed ist relativ groß hier. Wir können auch mal auf die Karte hier schauen. Also ihr seht, das ist jetzt die Karte hier von Feed. Also das ist dieses Obergebiet quasi, in dem wir hier diese freie Welt von Feed, in der wir hier unterwegs sind. Und da gibt es schon einiges zu tun, würde ich sagen. Das Coole ist, man sieht sogar hier den Len auf der Karte rumlaufen. Nee. Das heißt, man findet sich immer wieder. Oh nein, die Mechanik haben die Königin. Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie abzufangen. Über dem Planeten haben wir noch gesehen, da war noch so ein Kyber-Asteroid. Warum dauert das so lange? Sind wir beim Hangar? Mir war nicht klar, dass wir es eilig haben. Ich habe einen Umweg genommen, damit wir die Sehenswürdigkeiten sehen. Du Nichtsnutz. Wenn der Vizekönig uns beim Trödeln erwischt, schmilzt er uns zu Sabakwürfeln. Roger, Roger. So! Roger. Wir müssen mal hier unsere Freunde hier befreien. So ein bisschen die verschiedenen Fähigkeiten wieder einsetzen, hier ein paar schöne Combo-Angriffe machen. Das ist schon cool. Also ich finde das Kampfsystem finde ich echt ziemlich, ziemlich cool, das neue. Ist tatsächlich ein bisschen. Oh, da hätte ich gerade noch einen Konterangriff machen können. Hab's aber leider verkackt mit dem Konterangriff. Es tut mir leid. Mal hier nochmal Lichtschwert reinwerfen. Dann ihn nochmal hochschmeißen und irgendwo ganz weit weg. Ach nee, wir schmeißen den anderen. Ach nee, das ist der. Wo ist denn der Drabo hingelaufen? Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seid super heftig! Oh. Es ist nicht weit. Bleib dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Immer schön die Stats einsammeln. Nee, ich bleib bei Qui-Gon. Du bleibst bei Qui-Gon. Was, du willst nicht Jaja spielen? Nee. So, jetzt können wir auch ein bisschen schneller rennen hier. Das haben wir ja freigeschaltet. Boah, es macht richtig Spaß, sich hier im Feed auch umzuschauen. Oh, da vorne sind noch mehr Druiden, die sich freuen, uns zu sehen. Und man kann ich die Sachen eigentlich auch hochheben hier. Wieso bist du nur oben schon wieder?
Ich bin einfach mit den anderen mitgelaufen, die wir verteidigen sollen. Hier regnet es Blumen quasi. Das Geilste ist einfach, die rumzuschleudern. Aber ich bin mal gespannt, später, wenn man dann einen Charakter hat von der dunklen Seite, gerade im freien Spiel, auch wenn man da kämpft dann und auch Blitze und sowas hat. Ich glaube, das ist dann nochmal cooler. So, du fliegst mal weg. Ach, das ist auch cool, wenn ich die Gegner hochhebe, dann tun die anderen auf sie draufschießen. Das ist natürlich auch nice. So, die Bank ist zerstört. Schade. So, warte mal, wo sind die wir beschützen müssen? Guck mal mit hier, Amidala. Die haben es auch cool umgesetzt, also auch der Rock und so. Sieht richtig cool aus, finde ich, die Minifigur. Wir sind sowas von bereit für die Vernichtung hier. Oh, nein, nicht kaputt machen. So, du schaust dir mal die Bank genau an. Ja, ich suche gerade eine Waffe. Du hast eine Waffe dabei, glaube ich. Das nennt sich Lichtschwert. Ja, das ist ja langweilig. Achso, Lichtschwert kann jeder, oder was? Halt mal still. Ja. Oh! Wir haben sie in der Luft abgeschossen. Okay, das ist ein cooler Move gewesen. Aber wir könnten höchstens... Ah, Jascha kann auch kämpfen. Oh no. Wie er läuft. Ah, nein. Nein, lass Jascha. Nein. Man kann übrigens auch, weil jemand gefragt hat, in der freien Welt, man kann auch in der freien Welt anscheinend Stats verlieren. Nur deswegen hat der Lenders natürlich gemacht, ganz sicher, um euch das zu zeigen. Genau. Wie könnte es anders sein? Alles geskriptet. Ja. Alles geskriptet, sowieso. Man kennt mich, man kann mich einfach skripten. Du bist ein Skript. Also das ist, ich habe ein Skript geschrieben, das bist du. Also das, ich weiß nicht, also irgendwie, das mit dem Lichtschwert ist schon cool, aber dass die Gegner rumschmeißen, ist einfach zu sehr Premium hier. Wobei der Lichtschwertkampf ist halt auch echt nice gemacht eigentlich. Vor allem diese Angriffe und so, also richtig, richtig cool. Ach Gott. Drabureich. Die Karte ist schwer zu lesen. Du kannst die Karte auch größer machen. Kannst die Karte auch nach unten drücken, dann hast du die Karte groß. Ja, aber die ist trotzdem schwer zu lesen. Das ist nämlich nicht die Kamera, in die man... Also der Pfeil ist nicht die Kamera... Richtung, in die man schaut. Wo dein Charakter schaut, ist das ja, die Richtung. Genau, das ist verwirrend. Ja, gut, ja. Man muss halt in die Richtung schauen, wo der Charakter schaut. Also die Kamera kann man natürlich auch frei bewegen hier. Kein Problem. Ich finde aber, es fühlt sich irgendwie mehr wie so ein modernes Actionspiel oder so ein Action-Adventure an, finde ich, als ein Lego-Spiel noch. Die Königin kommt mit uns. Also von der Steuerung her, irgendwie, um das zu beschreiben hier. Mhm. So, wir sind tatsächlich auch schon zum Hangar gekommen hier. Ich finde, man spielt aber durch... Ich finde es eigentlich... Also jetzt, so der erste Eindruck finde ich ziemlich cool... Weil dadurch, dass dieses Open-World-Ding mit dabei ist hier, spielt man irgendwie viel mehr nach, habe ich so das Gefühl. Also viel mehr Story-mäßig spielt man viel mehr nach, als wenn man immer nur die Zwischenquenzen gehabt. Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Der ist ein Hilfebot oder so. Der ist ein Hilfebot oder so. Ja, das kann natürlich sein, dass der ein Hilfebot ist. So, nach Coruscant. Sogar den Teil haben sie hier drin, ne? Oh, das ist interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dass wir nach Coruscant fliegen? Ja. Dass der Teil mit drin ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ach krass, dann haben sie ja wirklich richtig, richtig viel Story hier eingebaut. Da ist die Blockade. Wir haben bis jetzt immer nur das erste Level abgeschlossen. Ihr Schildgenerator wird getroffen. Der 2, oh mein Gott. Wir haben wieder Energie, der kleine Druide hat's geschafft. Ein Hoch auf R2, der mal wieder den Tag gerettet hat. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Oh nein. Ihr Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Nein. Der grüne Jaja killt mich. Yes. Ach, das ist ja cool. Tatooine, sagst du? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Keine Aufmerksamkeit? Nee. Nix, hier wird nichts erregt. So, wir haben jetzt auch das königliche Sternschiff von Naboo hier freigeschaltet. Das ist jetzt zum Beispiel hier quasi der freie Raum. Also hier können wir jetzt auch noch theoretisch, könnten wir jetzt rumfliegen und noch Sachen kaputt schießen. Zum Beispiel den Asteroiden da vorne, dann kriegen wir nämlich auch was Tolles. Ich schieß den mal kaputt kurz. So, ich hoffe, ich krieg den hier kaputt, aber doch, das was klappt. Oh, das bringt viel Ersatz. Das bringt richtig ich helfe viele. Dir. Du hilfst mir. Das ist, ja. Du bist auch ein bisschen effektiver, glaube ich, im Schießen. Mein Schiff ist dann doch nicht unbedingt dafür gedacht, Dinge kaputt zu schießen. Aber ich glaube, ich krieg's trotzdem hin. So! Und da kriegen wir hier auch gleich den. Der bringt sogar 5 hier gleich. Der hat sogar 5 gebracht. Also, das sind quasi so. Es gibt auch Missionen außerhalb im Weltraum hier im freien Spiel. Also, wie gesagt, das ist alles noch quasi freies Spiel. Wir sind noch nicht in der zweiten Mission drin, ne? Ach, da bist du.
Auf einmal warst du da. Auf einmal war ich da, ja. Der Len hat minimal mein Schild beschädigt. Ich würde sagen, wir gehen direkt nach Mos Espa runter, oder? Mos Espa. So. Können wir nirgendwo anders hin? Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich auf den Planeten schieße? Gar nichts. Was hast du erwartet? Keine Ahnung, vielleicht sterben da irgendwelche. Ja, da sterben bestimmt welche, Len. Du hast soeben Leute ermordet. Oh no. Kannst du mit dieser... fühlst du die Verantwortung? Ja. Okay. Ich finde übrigens, die Schiffsmodelle sind echt schön gemacht. Ja, mal kurz hier den Landevorgang uns nochmal in aller Gemütlichkeit ansehen. Es ist auch cool, dass man zu zweit den anderen dann auch sieht. Oh, der Len fliegt wieder vor hier. Oh lol, ich dachte, das wäre ich gewesen. Ich habe genau in dem Moment nach rechts gedrückt. Nein, das war es natürlich du. Das war es natürlich du. So. Willkommen auf Tatooine. Willkommen auf Mos Espa. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Aha. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht. Oh nein. Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Erst mal den Banter reiten hier, würde ich sagen. Und ist sogar relativ schnell, der Banter. Oh, du hinterlässt sogar Spuren. Ich hab was gezeichnet. Ich kann mir schon denken, was du gezeichnet hast. Ach nee, nicht. So, hier sehen wir zum Beispiel auch eine von den Rennherausforderungen, die wir jetzt machen könnten. Aber oh mein Gott. Wir werden den Fokus erstmal auf die Story legen. Was tust du? Der Band hat mich in die Luft geschmissen. Oh nein. Charger, geh weg. Ich drifte hier. Oh, Len ist am Driften hier. Drifter Len am Start. Oh ja. So, wo müssen wir denn überhaupt weiter hier? Es gibt zu viele Infos hier. Warte mal, irgendwo, ich höre Cantina-Musik. Ah! Oh mein Gott! Was? Trabo reicht. Ich bin zu groß, ich muss hier runter. Nein, guck mal! Du kannst hüpfen. Aber du kannst noch nicht mehr schweben, oder? Geht das noch? Nee. Also schweben geht nicht mehr, weil noch jemand gefragt hat, ob er schweben kann. Das geht anscheinend momentan nicht mehr. Momentan nicht, vielleicht eine andere Version. Ja. Versuch dich mal zu finden, wo bist denn du überhaupt? Nee, du bist hinter mir irgendwo. Da bist du, da drin bist du. Ah, das ist natürlich auch gut, dass der zweite Spieler mal auf der Karte angezeigt wird. Das bist gar nicht du. Wo bist du? Warte. Doch. Da bist du. Ich kann dich übrigens hochheben. Also das ist mein Gott, ich fliege. Ich fliege. Das ist jetzt quasi so gelöst in dem Spiel, dass man quasi den anderen Charakter, dass der nicht mehr selber fliegen kann, sondern dass man den halt irgendwo hochheben kann. Also ich kann ihn jetzt zum Beispiel hier oben einfach hier oben stehen lassen. Falls ihr den Len sucht. Ja, ich gönn mir, ne? Das Coole ist halt, dadurch kommt man halt auch an Stellen hoch, an die man normalerweise nicht kommen würde. muss man auch mal gemacht haben. So, sehr schön. Mos Eisley ist auch gut bevölkert, da sind ordentlich Leute unterwegs, die auch gerade voll zur Musik abdancen. So, wo ist denn eigentlich... Achso, wir sollen mit der Reparatur des Hyperantriebs sollen wir mehr herausfinden. Wir müssen irgendwie mit ihm reden, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Hast du eine Ahnung? Hey, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Pottrennen an? Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. Da bin ich mir sicher. Lass mal Pottrennen anschauen. Pottrennen? Kannst du euch auch Leute anquatschen mit R2? Ich probier's gleich. Ich komme nicht schnell genug hin. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Oh ja. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Also ich würde auch sagen, ich bin der Astromech, der mit dir redet, Bürgerin. Der schäbige kleine Astromech hast du vergessen. Jo, wieso kann ich... Ich weiß, was ihr braucht. Hol dir den Propellerhut. Ja, leider war das jetzt nicht so effektiv, hier mit den Leuten zu reden. Aber das ist auch cool, dass man mit Leuten reden muss, um überhaupt mal, dass man nicht gesagt kriegt, okay, ihr müsst jetzt nach da gehen, weil da ist Watto und da ist eure Mission, sondern ihr müsst erstmal herausfinden, was ihr überhaupt machen müsst. Das finde ich schon cool gelöst hier eigentlich. So, wer bist du denn hier? Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Ich fühle mich, als würde ich das streamen und als würden welche Leute das die ganze Zeit versuchen zu crashen, wenn ich mit dem Len hier spiele. So, jetzt wissen wir aber zumindest, wo wir hingehen müssen. Wir müssen Watto besuchen gehen, am anderen in der Stadt. Es gibt übrigens, warum ich mich auch immer auf die Viecher draufsetze, es gibt tatsächlich ein Trophäe, dass man sich auf alle Viecher mal gesetzt hat. Oh, wow. Ja. Oh, was gibt's hier Leckeres zu essen? Ich glaube, das ist nicht essbar, das ist nicht Mos Espa. Das ist nicht essbar. Schön.
Ich fand den lustig. So, ich glaube, ich glaube hier ist Watto's Laden, oder? Watto! Watto! Super Wanaga? Wie bitte, Watto? Du redest so undeutlich hier. Super Wanaga! Super Wanaga! Das war die Geschichte fort bei Super Wanaga, oder? Ich brauche Teile für einen Nubian Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Schrottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Abgemacht. Nein, Jaja. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. So, dann mal ab zur Arena. Also, man merkt natürlich, dass die Sachen ein bisschen zusammengekürzt worden sind. Also normalerweise macht er ja das nicht gleich mit der Wette und so, das kommt ja eigentlich später erst. Aber trotzdem nimmt es relativ viel von der Geschichte mit bis jetzt, finde ich. Also mehr als bei der kompletten Saga, habe ich so das Gefühl, obwohl es ja eigentlich weniger Level sind, aber sie haben es halt wirklich mit dieser Open World gelöst. Und ich finde das tatsächlich bis jetzt echt ganz cool, muss ich sagen. Also gerade so, dass man zum Beispiel fragen muss, wo man hin muss oder so. Und dass man, normalerweise bin ich ja echt kein Open World Fan, aber hier finde ich bis jetzt das ganz cool gemacht. Wie findest du es? Bist du da drin? Nee, ja, natürlich, Len. Ich bin da drinne. Qui-Gon! Ich bin, ganz sicher bin ich da drinne. Das heißt, man braucht Macht dafür. Genau, man braucht... Das kann man doch sicher irgendwo aufbauen. Kommst du her? Ich kann's anheben, ja. Und irgendwo muss man es aufbauen können. Da drüben, da müssen wir... Ah, hier müssen wir den Weg nach oben bauen, quasi. Yep. So. Die Frage, was wir... Ich könnte auch einfach den Astromech hochheben. Warte mal, hier können wir was kaputt machen, hier. Oh, ich konnte hochklettern. Ah, du kannst schon. Ah, okay, du kannst. Ah, mit Doppel. Okay. Nee, man kann. Manchmal hängen sich doch so am. Okay, genau. du so an. Meine hängt sich jetzt da nicht dran, meine möchte da nicht hoch. Ich glaube, eigentlich müsste da noch einer mehr dran. Jetzt ist er hochgeschafft. Kannst du hochspringen? Ja. Ah, jetzt hat er sich festgehalten. Ah, sehr gut. Nein. Sie halten sich nämlich jetzt an Abgründen fest, teilweise, die Charaktere. Klettern, ach so, geht klettern, okay. Ich komm dir hinterher. Warte, ich komm hinterher. Ich bin der König der Welt. Warte. Okay, das. Oh, wir haben die Kuppel, erklimmen. Erklommen. Da gibt's direkt Applaus von der Regie und dann kriegt man auch so einen kleinen Einblick hier auf Mos Espa von hier oben. Sehr wüstig auf jeden Fall. Sehr klein. Aber es ist echt cool, dass man jetzt auch hier oben zum Beispiel rumklettern kann und so. Das ist schon nice, die Open World. Also irgendwie, weiß nicht. Also ich freue mich da echt drauf, die 100% zu machen hier. So musst du schreien, das ist männlich. Wie schreit man männlich? Aua! Nee, das war jetzt nicht ganz männlich. So. Das ist aber echt groß. Das ist schon einiges, was man... Man kann ja auch nochmal auf die Karte gucken, dann seht ihr auch, was man hier so alles nochmal einsammeln kann hier. Also da ist man schon durchaus eine Weile beschäftigt, glaube ich, hier. Also in dem... Den ganzen Bereich haben wir hier noch gar nicht erkundet hier. Dann muss auch du vielleicht nicht. Nee, ich vielleicht nicht. Ja, auf deiner Karte ist... Ich weiß gar nicht, ob die Karten zusammenzählen. Ja. Oh, guck mal, das Zeichen kenne ich doch. Das ist von Annie's Podracer hier. Das ist Annie's Fahne hier. Ach, das sind die ganzen... Okay. Das sind die ganzen Fahnen sind hier. Von den Podracern sind hier die ganzen Fahnen. Sehr schön. Ich tippe mal, dass das zweite Level tatsächlich dann das Podracer-Rennen sein wird. Das ist meine Vermutung. Aber da habe ich auch, muss ich sagen, richtig, richtig Bock drauf, das Podracer-Rennen zu fahren. Oh, hier ist auch noch... Könnte mal ein Podracer gewesen sein. Oh ja, doch, das sind die Podracer-Teile hier, die hier liegen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, und hier sind wir beim nächsten Rennen. Und ich würde sagen, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um eine kleine Pause zu machen, oder Len? Absolut.
Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!